Sehr, sehr hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anno 1800. Wir befinden uns im Krieg. Es ist eigentlich soweit. Unser Ziel ist ja sowieso die Vernichtung aller Gegner. Schauen wir kurz mal Diplomatie hier. Alonso Graves hat uns den Krieg erklärt, der Lustige. Was wir hier aber machen, ist jetzt nicht der Alonso, sondern ein Auftrag, wo es darum geht, zwei Fregatten zu zerstören. Was sonst geschehen ist in der letzten Folge, wir haben in der neuen Welt unsere Insel gebaut, unsere erste. Schiff unter Beschuss. Und den haben wir jetzt gleich da. Irgendwo ist die zweite Fregatte noch. Uiuiui, das schaut ja gar nicht so gut aus. Lass bitte meine Sumpfratte in Ruhe. Das ist ja echt nicht nett von ihm. Den werden wir dann mal reparieren schicken. So, und ab in die neue Welt, weil da habe ich jetzt einmal was zu tun. Wohin bauen wir die Stadt? Rechts oder links? Hm. Jetzt haben wir die Ölquellen. Ich würde sie jetzt einfach mal da rechts tatsächlich hinbauen. So. Marktplatz. Ja, die muss ja auch nicht riesig werden. Also. Sie gehören eher zu den unteren 10.000. Ey, was unteren 10.000? Deine Mutter. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Sieh ich nix. So, die bauen gleich Bananas. Warten wir jetzt ein bisschen. Wo mache ich die Produktion hin? Ja, da drüben. Ja, hm. Machen wir mal diesen hier. Reiß ich da die Hütte ab und dann machen wir da Bananen und den ganzen Scheiß. Kann ich da eh Bananen bauen? Ja. Zack. Okay, das dauert da alles noch. Alte Welt. Warum chillt ihr? Seid ihr schon fertig oder was? Ja, scheinbar. Ah, da. Gut, alle Schiffe überlebt, das ist schon mal nice. Dann fährst du da jetzt nach Hause und bringst den Scheiß zu dem Haberer. Und es sind alle glücklich. Zack, zack. Reparieren. Gut. Ja, fein. Neue Gebäude freigeschalten. Das ist wahrscheinlich drüben in der neuen Welt. Das ist dann genau der Bananenscheiß. Hier. Einmal diesen hier. Die Fischölfabrik und die Bananenplantage. Vorsicht, Hefe. Mach dir dein. Ja, ja, heute Papp. So. Diesen hier. Einmal eine Küche. Brauche ich zweimal die Dinger? Was ich jetzt? Ne, eins, okay. Alles nur einmal zu bauen, damit das Werkel läuft. Da geht uns schon das Holz aus. Ist aber kein Problem. Sind Sie soweit? Ja, ich bin soweit. Galadrio, das macht mich froh. Stadtplanverordnung, Rathaus, Unterhaltskosten teurer. Ja, was ist da los? Gottes Willen sind das viele. Wo ist meine Fregatte? Schiff unter Beschuss. Ist der völlig wahnsinnig? Ihre Insel wird angegriffen. Scheiße, die sind langsam. Die sind fucking langsam. Die haben gerade Gegenwind, die Freunde. Oder Seitenwind, wie auch immer. Ihr Hafen wird angegriffen. Ah, jetzt fahren sie auf einmal viel schneller. Sonst gemerkt, dass unser Hafen angegriffen wird. Vollgas, gibt nur ein Gas. Das ist voll. Ich bin so froh, dass ich diese Kanonentürme gebaut habe. Was unser Problem jetzt ist, der wird uns diese Scheißhütte zusammenhauen. Daraufhin werden wir Mega Minus schreiben. Und ich werde dann 2 Minuten brauchen, um das wieder, oder 3 Minuten, glaube ich, um das wieder reparieren zu können. Das ist echt ein mächtiges Problem jetzt. Das ist so mächtig, dass ich... Scheiße. Ja. Dass ich... Bist du deppert, 6.000 im Minus. Dass ich alles passieren muss.
Das wird jetzt dauern. Alter, das darf ich dann alles wieder aktivieren. Juhu. Freude kommt drauf. Das ist vor allem teuer. So, wir schauen mal aus. Minus 4500. Ich darf auch nicht außer Acht lassen, dass da jetzt noch Krieg ist. Wo bleibt's denn es? Seid sie fort? Weiter. Komm, komm, komm. Oh, das, ja, fuck. Den Hopfen noch abliefern. Also kann ich ja eh nicht. Also warten, dass ich das aufbauen kann. Eieiei. Das ist übel. Da, also mit dem habe ich nicht gerechnet, dass der so viele Schiffe schon hat. Und so reinscheißt. So, wo fährst denn du entlang? Bist du wahnsinnig? Kommt zu zweiter. Ja, Wahnsinn. Soll ich da einzelne Schiffe schicken? Geht das dann schneller? Neue Befehle. Alter, die Insel ist... ist eh hart am Limit schon. Aber er dreht jetzt ab. Jetzt wieder meine Schiffe kommen. Jetzt kriegt das mit der Angst zu tun. Flaggschiff ist fast da. Yes. So, Sachen einsammeln. Wichtig. Bin auch relativ froh gerade, dass wir so zeitig auch auf Schiffe gegangen sind. Sonst hätte ich da... jetzt ein dezentes Problem gehabt. Neue Befehle aktivieren. Ja, jetzt müssen wir halt die Zeit absitzen. Jetzt wird da oben gleich stehen, wie lange die Insel noch... wie soll ich sagen? Bis ich wieder da bauen kann halt. Da steht dann so eine Zeit. Eieiei. Achso, reparieren. Wenigstens war die Ausbeute nicht so schlecht mit Rum und so. Leicht angeschlagen ist gut, oder? Haber, du bist fast tot. Ein Schuss hätte gereicht und wir wären erledigt gewesen. Oh, was wir machen können ist, wir könnten hier einen Anteil verkaufen. Ja, das gibt 2800. Das ist nicht die Welt. Da warte ich lieber, ob wir das dann noch rechtzeitig irgendwie in den Griff bekommen. Wann steht denn da jetzt endlich eine Zeit? Ist ja Wahnsinn. So, dann tun wir weiter stilllegen, weil es so lustig ist. Kanonengießerei brauchen wir jetzt nicht. Köhlerei brauchen wir auch nicht. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Zeit für ein Nickerchen im Stroh. Ja, genau. Du hast ein bisschen schlafen. Wir haben ein Minus von fast 3000 in der Bilanz. Ich kann jetzt einfach nur warten. Ich kann aber rumverkaufen gehen. Ha! Und ich kann das verkaufen gehen. Das mache ich. Mag vielleicht jemand rum haben? Kohle möchte er. Pelzmäntel. Und ihr wollt sicher keinen rum. Wir kaufen halt alles, ja. Und, na passt. Mach mal. Machen wir das. Somit überleben wir wenigstens da 2 Minuten 13. Somit überleben wir wenigstens und gehen nicht bankrott. Ja, deswegen haben wir ein Minus. Weil die kein Konto mehr haben. Und Konto ist aber Grundvoraussetzung dafür, dass das alles läuft. Schiff unter Beschuss. Wo? Scheiße. Wer bist denn du? Ah, jeder fucking Graves. Unangenehm. Neue Befehle, Admiral. Das gewusst hätte, hätte ich gleich eine Fregatte dazu geschickt. Wir geben unser zum Begleiten.
So, wie viele Schiffe hat denn der Arsch eigentlich noch? Da hat er was, da hat er was. Da hat jetzt. Neue Ziele. Schiff unter Beschuss. Ist das ein Linienschiff? Afrikate. Ich schon dachte, das ist ein Linienschiff. Aber du bleibst da, du fährst hin. So nämlich. Schön ist, er hat einige Schiffe verloren, wie er uns angegriffen hat. Das heißt, umso leichter sollte man dann doch besiegen können, wenn ich einmal so weit bin, dass ich Linienschiffe halt bauen kann. Das ist halt mein nächstes großes Ziel an sich. Da ist eine Kanone von ihm. Ja, der ist tot. Ah, scheiße, da kommt noch einer. Geh heim. Geh lieber heim. Boah, das kann doch was werden gegen den. Bist du deppert? Das wird noch spannend. Oh, scheiße, was hab ich jetzt gemacht? Okay, automatisch verkauft, alles gut. Was, mag er das nicht? Na doch. Auf die alte Dame ist Verlass. Okay, wir wagen uns jetzt nicht mehr raus. Wir bleiben dann jetzt einfach da. In der Heimat. Ja. Yeah. Yes. Sehr gut. Da, das Gesicht wird blau. Bald ist das Gesicht wahrscheinlich dann grün. Dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, es brennt, weil... Also. Da, Feuerwehr. Plus, plus, plus. Jawohl. So wollen wir das sehen. So und nicht anders. So, und jetzt geht's los. Ja, wenn das einmal erledigt ist, da... Wir haben ein Plus von Arbeitern von... Ja, gut, okay. Ich habe nichts gesagt. Es fällt immer schwer, dort anzuknüpfen. Natürlich haben wir das. Es ist alles stillgelegt. Gibt es eigentlich eine Taste? So. Nee. Die Flammen sind außer Kontrolle. Oh, da ist das mühsam. Wie können die Flammen außer Kontrolle sein, wenn ich da eine Feuerwehr stehen habe? Und zwar nicht so weit entfernt. Na, ihr schafft es schon. Ich glaube an euch. Ihr müsst einmal alles wieder starten. Okay, jetzt sind wir schwer im roten Bereich. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Zu wenig Farmer, zu wenig Arbeiter. Gut, kein Problem. Wird schon. Das wird schon. Die haben jetzt natürlich auch zu wenig Zeug wahrscheinlich zum Teil. Muss ich mir dann gleich anschauen. Zuerst tun wir mal da den Hopfen liefern. Das Zeug. Aha, das ist voll, okay. Hm. Jetzt muss ich die Route ersetzen, weil er da ein Schiff da angegangen ist. Dazu muss ich die Route löschen, weil wir mein Konto auch verloren haben. Zack, zack. Ja, ich kümmere mich gleich darum. Genau, der bringt jetzt nämlich den Hopfen und das Paprika. Den Paprika, what the fuck. Und dann sind wir alle happy peppy. Beziehungsweise muss ich, glaube ich, noch eine Großküche machen, genau, und die habe ich, glaube ich, da schon vorbereitet irgendwo. Hochöfen, na, nur die Hochöfen, okay. Die brauche ich aber sowieso auch. Ja. So, und jetzt schauen wir uns gleich an,
Ob die nicht irgendwas da. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Fische sind in Ordnung. Schnaps. Puh. Bleibt stabil, aber schaut mir jetzt nicht unbedingt so aus. Getreide, ja gut, das war alles passiert jetzt. Das ist jetzt schwer zu festzustellen. Äußerst verheißungsvolle. Ob jetzt wirklich was fehlt oder nicht. Deswegen warten wir da ein bisschen. Ja, ich scheiße auf deine Aufträge gerade. Deswegen warten wir, ob sich das von alleine erholt oder nicht. Wobei, Schnapsen. Schauen wir mal, vielleicht sehe ich das da in dem Menü. Minus 1. Es kann schon sein, dass wir da echt zu wenig haben. Okay, na dann machen wir das. Ist ja wurscht. Dann. Da. Einmal Kartoffelfeld. Einmal Schnapsspaß. Okay. Passt. Das machen wir. Das tun wir upgraden. Okay. Wir lieben sie. Ja, okay. Die Farm haben wir jetzt zu wenig wegen der Schnaps, das ist in Ordnung. Das wird schon. So, wir sind jetzt da und am Cap mit dem. Mit der Wolle. Deswegen mache ich jetzt noch eine Segelfabrik. Oder wie das heißt. Ah, da habe ich die Großküche hingestellt. Passt. Großküche Hammer. Wir haben auch Rinder und der Paprika kommt auch. Das heißt, es wird Gulasch produziert. Und dieses Gulasch kommt dann in die Konserven rein. Das heißt, das müssen wir auch noch bauen. Ja, das bauen wir einfach dorthin. Fehlen uns nur 10 Steine. Die Farmer werden wieder mehr, das schaut wieder gut aus. Was ich jetzt lange nicht mehr gemacht habe, aber war klar essen, ist diese Stadt hier. Uns geht es ganz gut. Das ist schön. Ponchos. Ah, okay. Warte, gleich zwei. Ah, eine so eine Produktion wird schon reichen. Bereit für den Einsatz. Okay. Dann habt ihr alles, ne? Ja, gut, Rum. Ah, ich kann schon Rum produzieren. Stimmt, das geht ja sehr früh. Rum ist natürlich mega wichtig. Weil es massig Geld bringt. Ah, komm. Es muss nicht perfekt ausschauen, es muss nur funktional sein. Zack, zweimal. Einmal Holz. Und zweimal Rumbrennerei. Gut, abwarten und Tee trinken. Und dann wird der frühe Vogel den Auftrag bekommen, den Rum rüber zu liefern nach Wien. So ist das nämlich. So, Arbeiter, was ist los mit euch? Es ist noch immer wegen Schnaps, okay. Und die Anbindung ist noch immer nicht optimal, deswegen baue ich da mal eine Steinstraße hin. Und siehe da. Steigt zwar, aber reicht noch immer nicht. Wo habe ich in die Schule hingesetzt? Das ist. Boah, bist du Apple, da bist du wahnsinnig. Feind überrollt unsere Städte, Krieg erklärt. So. Es ist nie was passiert. Aber leider, jetzt habe ich irgendwas reingezogen. Zufriedenheit plus 5, ja, komm, veröffentlicht. Das denke ich auch. Achso, vielleicht sollte ich die Ruine nochmal beseitigen. Das ist ja lecker. Ein kleiner.
Einer Fehler kann die wird uns als nächstes angreifen. Admiral auf der Brücke. Ein Zwei-Fronten-Krieg hätte ich nicht gerne, das sage ich gleich. Das geht noch. Passt. Handwerker. I need more Handwerker. Konserven, ja. Mein Leben ist halt ja, wenn die Konserven haben, dann ziehen eh mehr ein. Ein Varieté brauchen es auch noch. 50 Steine. Das ist vielleicht ein bisschen viel, hä? Das Varieté bauen wir neben dem Gasthaus. Ja, scheißegal. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Also, diesen hier. Schön für den Konkurrenten. Ich habe jetzt nicht geschaut, wo, aber wird schon passen. So, Steine. Scheiße, wir haben da drüben Steine. Moment. Routen. Wer kann es vergessen? Wir laden in Paprikahausen. Natürlich auch Steine, aber hallo, aber sowas von. Geil. Nice. Richtig viele Steine drüben. Das ist ja voll leibend jetzt. Dann können wir nämlich das Varieté bauen. Kriegen noch mehr Kohle rein. Das läuft ja gerade spitze. Sie haben die Ordnung der Dinge gestört. Kriegserklärung, ich hab's noch gesagt. Ah, das ist eine harte Partie. Admiral auf der Brücke. Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das lösen soll. Das ist sehr problematisch. Scheiße, ich brauche mehr Handwerker. Ich lasse das aber mal auslaufen, da die Zeit. Und schauen wir mal, vielleicht ist sie dann doch. Lieb. Oh, das ist noch passiert. Die Nähmaschinen. Ups. Ups, ups. Fleischkonserven kommen dann rein. Ah ja. Alles nicht so einfach. Ja, Kriegserklärung. Okay. Was soll ich tun? Warum bin ich da jetzt im Minus? Würsteln? Scheiße. Schweindeln genug? Ja dann. Eine Metzgerei zum Mitnehmen, bitte. Beängstigend. Ja, es ist alles so beängstigend. Alles so fürchterlich beängstigend. So, wo da ist er. Ein Schiff. Das könnte man abfangen, ne? Flotte erwartet Befehle. Voll zu schnell. Na, da kommt doch ein kleines. Verstellen wir uns da einfach hier in die Gegend. Und farmen den dann ab, wenn es geht, wenn er da vorbeifährt. Glaube ich, ein ganz guter Plan. So, dezimieren wir seine Schiffe nämlich ein bisschen. Und bekommen vielleicht auch noch guten Loot, je nachdem, was er auf seinem Schiff gerade hat. So, da irgendwo drinnen im Nebel muss der kleine Schiff sein. Ja. Gib ihm. Scheiße, welcher Hafen? Ein Feuer ist ausgebrochen. Das ist gerade nicht gut. Ich befürchte, er greift in der neuen Welt. Ah, der greift da an. Scheiße, das ist auch nicht gut. Alter, was geht denn mit ihm? Was hat er denn für Probleme? Oder ist das sie schon? Na, das ist er. Scheiße. An die Segel und Brast.
Das ist so unheimlich problematisch. Wenn die Insel weg ist, habe ich ein Mega-Problem. Die Insel wird weg sein. Alter! Die Insel ist lost. Scheiße! Wir können eine halbe Stunde diese Kackinsel nicht angreifen. Es ist besser so. Deine Insel hat keinen Sinn. Scheiße. Dieses Stück Land wird mein Festtagsbrauch. Das ist schwerer, als ich mir das erwartet habe, muss ich sagen. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen deprimiert. Das ist kacke. Ich habe mich früher darum kümmern sollen, die Sekundärinsel auch zu befestigen mit Waffen. Jetzt bleibt uns nur über eine halbe Stunde quasi zu warten, um ihn dann anzugreifen. Bis dorthin. Scheiße. Bis dorthin muss ich jetzt Fregatten bauen, weil ich nicht mehr zu den Linienschiffen gescheit kommen werde. Weil wir ja da Paprika brauchen, den wir gerade verloren haben. Und den Hopfen fürs Bier. Wir haben ein mega Problem. Ich habe ein großes Problem jetzt. Oh Scheiße. Naja, das war's dann mit dieser Folge. Anno 1800. Danke fürs Zusehen. Hoffentlich backen wir das alles überhaupt noch. Das wird interessant werden. Bis zum nächsten Mal dann bei Anno 1800. Servus.